Okay, dann hat Force of Illusions 4. Bin ich auch mit zufrieden. Achso, wenn man sein One-Up einsammelt, dann... Dann wirft er seine... Ach Mist, ich wollte das ja nicht. Hier gab es auch ein Secret Exit, das muss ich erstmal finden. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob es in der Röhre war. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ach nee, hier war es, genau. Kommt mal mit hier hoch, oder? Was soll das jetzt? Ich glaube, das wird nichts. Ja, da oben muss man rein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob man da rein muss für das Secret Exit, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da irgendwas gibt, beziehungsweise gab. Und der Typ nervt mich. Der Typ nervt mich. Okay, das baue ich mal alles ab. Das erinnert mich leicht an Minecraft. Okay. The fuck, seit wann springt der Typ denn da drüber? Ja, da ist, es wird doch in dem Plan. Nicht mit mir. Das bringt mich jetzt dahin. Okay. Aber wie gesagt, ich brauche alle Exits. Ich brauche außerdem das Item. Da ist nicht mal ein Item drin. Ich wäre fast wieder deswegen gestorben. Hier vielleicht eins drin? Komm bitte. Nur eins. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo das Secret Exit ist. Oben? Nee. Nee, 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 nee. Ah, na toll. Könnt ihr bitte irgendwo... Was hier? Hier ist es und ja. Man braucht den großen Mario. Okay, dann habe ich jetzt die Secret Exits vor. Aber mir fehlt der große Mario, das ist ein Problem. Okay, wo geht das jetzt? Das geht da hoch, okay. Geht dahin. Man muss also das Secret Exit finden, um hier weiterzukommen. Das ist auch interessant. Ja, ich hab's geschafft. Diesmal sah es sogar deutlich skilliger aus. Also wie ich durchs Level gekommen bin. Und da geht's in die nächste Welt. Ach nee, noch nicht, noch nicht. Es gibt natürlich noch das Schloss. Na klar. So, und jetzt mache ich das. Nein, warum kriege ich das?
um es dann wieder zu verlieren, deswegen. Ach, Junge. Diesmal bin ich drin. Ich weiß nicht mal, ob man diesen blauen Schalter dafür aktivieren muss, den P-Switch. Kann sein. Weil die Röhre ja auch blau ist. Ist vielleicht ein Indiz. Ja, stimmt auch nicht. Okay, was ist das jetzt? Secret Area? Da kümmere ich mich erstmal um die. Hoffentlich nichts Anstrengendes. Ah, sieht schlecht aus. Ach, das tut in den Augen weh irgendwie. Ich hoffe einfach, dass es schnell vorbei ist. Ach, warum bewegt sich das so schnell? Ja. Sieht echt komisch aus. Ist das nur mir so? Stimmt. Komische Secret Area. Es sieht ja nicht mal so aus, als würde ich mich schnell bewegen. Sieht einfach nur aus, als würde sich der Hintergrund die ganze Zeit irgendwie bewegen. Also macht er ja auch. Ich wechsle jetzt mal hier. Ah ja, das ist angenehm. Okay. Komm schon. 29, Mist. Wenigstens habe ich das schnell hinter mich gebracht. Zum Glück gibt es gerade kein Secret Exit. Weil, wie man sieht, ist gelb. Nein, man sieht es nicht. Weil... Doch, jetzt hat man es ganz kurz gesehen. Ganz kurz hat man es gesehen. So. Jetzt gehe ich zur Castle. Genau zu der hier. Ja, okay. Okay. Es geht nicht nach links. Oh nein. Oh nein. Ich hasse diese Castle. Wenn man hier im richtigen Moment losläuft, dann stören einen diese Lava Bubbles nicht. Wie heißt das wohl auf Deutsch? Blasen? Irgendwie passt das nicht. Okay, das ist jetzt ungünstig. Was zur Hölle? Hier kann man jetzt nicht springen. Und jetzt noch extra mit diesen Stacheln, die von der Decke fallen. Okay, das wäre schon mal geschafft. What the fuck? Ach, das ist schlecht. Ja! Nein! Oh, ich bin beim Boss, mit dem ersten Versuch. Das müsste Roy sein, oder? Den hatte ich doch schon. Ach, diesmal geht er hoch. Lass ich mal hoch diesmal. Ich hätte springen sollen. Oh, zum Glück. Vergessen zu springen.
zum Glück. Aber das war's ja noch nicht. Mit Welt 5. Ach, das Level hieß ja auch Voice Castle. Na klar. Oh. Mario found his way through the Forest of Illusion and has put an end to Roy Koopa of Castle 5. Onward to the dangerous but tasty Chocolate Island. Wie Luigi guckt. Okay, das ist Chocolate Island. Forest Fortress. Die darf ich natürlich nicht vergessen, aber es ist ein Autoscroller. Die Autoscroller sind so langsam. Deswegen mag ich sie nicht. Ein schneller Autoscroller mag ich auch nicht. Nein! Ach nein, ich hätte mich da hinstellen können. Was für ein Scheiß! Okay, es ist unglaublich nervig, jedes Mal zurückzurennen und seine Power-Ups zu holen. Aber es lohnt sich auch. Und weil ich alle Schalter aktiviert habe, ist das Level auch deutlich einfacher. Schon? Yes! Was ist das? Und jetzt kommt wieder einer. Oh shit, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und runter. Und hoch. Okay, da warte ich nochmal ab. Okay, immer genau drauf achten. Wo die Lava-Bubbles hochspringen. Kam hier noch einer? Nee, scheint nicht so. What the fuck? Ich hab's geahnt, dass sie nach unten kommt. Ja, das ist der sichere Weg. Nee, ist doch nicht. Ist nicht mal ein Weg. Ach, da muss ich jetzt. Okay, das wird nicht mal mitgerendert. Ach doch, wird's. Ich glaube, das ist eine Feder. Man muss Prioritäten setzen. Es geht hier hinten ab. Okay, ich würde zu gern wissen, was hier hinten abgeht. Nein, ich bin dumm. Ernsthaft, das ist ein Kinderspiel. Warum macht man sowas? Oh mein Gott. Ich hab's jetzt mit Safe States gemacht, aber. Es ist halt zu krank. Dass man auf diesen Lava-Bubbles springen kann, das wusste ich nicht mal. Oh nein, nicht schon wieder Resno. Oh shit. Das war's dann mit dem Forest of Illusions. Und Part 9. Ist wahrscheinlich.
Und dann bis zum nächsten Part von Super Mario World.